Ja Leute, und damit herzlich willkommen zu Pacific Rim, dem Videospiel. Es gibt tatsächlich ein Videospiel zu diesem Film. Und zwar habe ich das jetzt hier auf der Xbox 360 auf dem Marktplatz gefunden. Ganze 800 Punkte kostet es. Und okay, hier wird kurz die Geschichte erzählt. Wir zogen hier nur die Demo. Ich habe mir nur die Demo-Runde geladen, weil ich stark davon ausgehe, dass das Spiel nicht besonders gut ist. Und hier wird ganz kurz erklärt, dass wir, ja, wir dachten, dass die Aliens aus dem All kommen, aber bla bla bla, sie kommen aus dem miesen Riss. Und die Menschen haben dann solche Roboter gebaut, um ihnen auf die Fresse zu hauen. Und das ist, glaube ich, auch schon die ganze Story des Films. Ich habe den Film noch nicht gesehen. Ja, machen wir an. Ich habe den Film leider noch nicht gesehen. Er soll sehr, sehr gut sein in 3D. Mal wieder ein richtig guter 3D-Film. Ich glaube, der letzte 3D-Film, den ich im Kino gesehen habe, war The Avengers. Weiß nicht, aber Pacific Rim war ich noch nicht. Den werde ich mir wahrscheinlich dann irgendwann in ein paar Monaten easy going auf Blu-ray reinziehen. Alter. Bäm, Junge. Ah, wir können sogar ran, Alter. Okay. So, was war da? Was war das? Special ist irgendwas voll, oder? Zack, Alter. Okay. Ja, soweit ich gehört habe über den Film, gibt es verschiedene Arten von Robotern. Oder wie heißen sie? Jäger oder sowas? Ja, genau, Jägers. Genau, da oben steht es, wird nochmal erklärt hier, ein bisschen Hintergrundinfos. Die ja, alle Jägers müssen mindestens von zwei Leuten, soweit ich weiß, gesteuert werden. Warum kriege ich eigentlich... Wer davon bin ich überhaupt? Der linke, die linke Spalte, oder? Das bin ich. Die linke Anzeige, ja. Klar bin ich das. Zack, Alter, du hast no chance, man. Knife Head, ey. Am Arsch. Yeah. Battle Experience. Bin ich gar nichts. Okay. Ich bin mal gespannt, wie weit die Demo geht. Ob die jetzt nur einen Kampf geht oder so. Dann ist natürlich auch... But this victory was merely our future. No, ja, soweit ich weiß, gibt es verschiedene Jäger. Auch in den Klassen irgendwie so. Von 1 bis, was weiß ich, 5 oder so. Natürlich ist 5 besser als 1. Und das ist schon die Demo? Tatsächlich. Achso. Das war schon die Demo. Oder gibt's Multiplayer? Lokal Multiplayer? Kann ich hier nochmal eins raushauen? Klar. Ich kann jetzt auch mit Knifehead zocken. Gegen Gypsy. Machen wir nur ein Spiel, oder? Ja, genau, du kriegst gern. Alaska, 3 Minuten, 3 Rounds. Und wir starten mal das Battle. Mal gucken, wie sich die Monster steuert. Ja, Leute, gut. Soll ja nur einen kleinen Einblick geben in das Spiel. Ich weiß nicht, ob es das auf der PlayStation gibt. Ich weiß nicht, ob es auf Steam gibt oder sonst was. Ich habe es nur auf der Xbox gesehen. Aber, ja, würde mich schon gerne mal interessieren, wer da Bock bekommt, sich das zu holen. Also, schreibt es gerne, wie immer, gerne in die Kommentare, was ihr von dem Spiel haltet, ja. Auch ob ihr den Film schon gesehen habt, ob ihr den so als Action-Film weiterempfehlen könnt. Ich habe bisher eigentlich nur Gutes gehört. Für das, was es machen will, nämlich ein Roboter gegen Action, Roboter gegen Monster-Film, soll es eigentlich ganz gut sein. Ja, du hast ja no chance, merkst du das eigentlich? Geh drauf, Junge! Dass er sich auch noch wehrt, ja.
Bams, Junge. Also ja, also was kann ich zum Spiel sagen? Es spielt sich unfassbar, unfassbar behäbig. Also ihr seht ja, wie langsam die sind. Ich meine, okay, ist klar, die sind ja auch riesig. Die sind ja mehrere, weiß ich nicht, wie groß sind die, Alter? 50 Meter, 60, 100 Meter groß oder so? Keine Ahnung. Alter, geht drauf, Junge! Bats! Nein! Alter! Der hat dann mir eine Powerforce gegeben, habt ihr gesehen? Ausweichen! Also, mich begeistert das Spiel überhaupt nicht, habt ihr gesehen? Es ist nicht besonders geil. Komm schon, komm schon. Power Move. Ja, toll, voll daneben. Bats, ey, Bats. Grafik ist auch nicht besonders toll. Guck mal, die Feuereffekte beim Roboter, die sind echt scheiße. Jetzt hat er mich blatt gemacht, ey. Fuck. Jetzt kommt die entscheidende Runde, Runde 3. Zwischen Knifehead und Gypsy Danger. Oder Gypsy Danger. Der hat gesessen, ja. Ich mach dich platt, Junge. Nochmal Special Move hier. Special Move. Boom. Ah, ich hab ihn gleich. Yes! Okay, und Sobus geht als Sieger aus dem Wasser. Oh, nee, nee, bitte kein Rematch. Das Spiel ist nicht besonders gut. Leute, ihr habt's gesehen. Ihr könnt ja auch selber die Demo nochmal runterladen, wenn ihr Xbox habt. Und die anderen Konsolen müsst ihr auch einfach mal selber abchecken. Soll ja sowas geben wie Google. Und ja, Leute, trotz allem, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Schreibt mir doch wirklich gerne mal eure Meinung zum Spiel, zum Film in die Kommentare, falls ihr den schon mal gesehen habt. Das würde mich schon interessieren, ohne natürlich zu spoilern. Obwohl, ich glaube, bei diesem Spiel, bei diesem Film kann man nicht besonders viel spoilern, oder? Bei einem Actionfilm. Naja, egal. Aber trotzdem natürlich ohne. Wer den schon gesehen hat, gerne mal in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich auch sehr, sehr freuen über eine Wertung eurerseits. Natürlich Daumen nach oben ist am besten, mir am liebsten. Daumen nach unten könnt ihr auch gerne geben. Wenn, dann mit Begründung. Habt ihr irgendwas anzumerken, schreibt es gerne in die Kommentare. Seid nicht schüchtern, ja. Nicht schüchtern, ja. Wir sind Knifehead und so, wir sind freundlich, wir machen euch nichts. Aber wenn ihr mal Faxen macht, oder? Irgendwann call ich meinen Friend Knifehead und dann ist Aussie Mouse hier. Ende aus Mickey Mouse. Da rappelt's im Karton. Gut, genug der schlechten Sprüche, Leute. Ich bedanke mich fürs Zusehen, haut rein und tschüss.